Und jetzt guckt sexy. Was? Oh. Oh. Ja, es ist die. Durch die Stadt? Ja. Also ist ein Schisser. Kann ihm Teampartner noch wechseln? Sechs Jugendliche hatten 2 Wochen Zeit, sich online beim Zocken kennenzulernen und anzufreunden. Let's go! Huzzah! Okay, los geht's! Jawohl, jawohl! Die gesamte Zeit waren die 6 ausschließlich online zusammen. Ohne ein reales Treffen und ohne sich zu sehen. Jeder sollte herausfinden, welcher Zockerfreund am besten zu ihm passt. Kennst du das, wenn du so mit deiner Schwester verglichen wirst? Ja, eindeutig. Darren, was spielst du so für eine Position im echten Leben? Ich bin Außenverteidiger. Also ich habe schon so eine kleine Vorstellung, wie du so bist, aber ich glaube, wir funktionieren auf jeden Fall. Ja, es wird halt geil, weil wir sehen uns einfach in Real Life. Doch sind die Online-Freundschaften stark genug, um auch im echten Leben zu funktionieren? Die Antwort darauf gibt es jetzt im Zockerhaus. Endlich ist der Tag gekommen. Die 6 Gamer sehen sich jetzt zum ersten Mal. Yo. Oh mein Gott. Man war auch so ein bisschen aufgeregt, sage ich mal, weil man dachte sich so, wer könnte denn jetzt wer sein? Yo. Was geht's? Wer bist du? Ich bin Apo. Apo? Ja? Echt? Ja? Finduka? Finduka? Ja. Ach so. Das war auch so eine Gefühlsachterbahn, sagen wir mal. Also es war so Nervosität, alles und bisschen drin. Dankeschön. Du wirst bestimmt Ron, oder? Ich bin Ron. Ah, ich wusste es doch. Du bist Lenny. Digga. Die anderen in real zu sehen, war unglaublich schockierend. Na? Alter, bist du groß? Ich stand dann auf einmal vor dem Lenny. Und er war doppelt so groß wie ich. Ich komm dir nicht mal bis zu den Schultern, ist das traurig. Da kommst du, oder? Na doch. Ohne Scheiß, ich hab das was komplett anderes erwartet. Ich habe ja schon gedacht, dass er klein ist, aber dass du so klein bist, das habe ich jetzt nicht gedacht. Jo, was geht? Ist bei dir? Wie ist Dennis, ne? Ja, Mann. Nicer Style, Digga. Danke. Ja, fühl dich richtig. Digga, ich weiß dir, du siehst ein bisschen auch so auch wie ein Ron. Ich habe 2 Wochen lang nur eine Stimme gehört. Ich habe kein Bild von ihm und es war halt cool. So, ich bin jetzt so neben ihm und Hand abchecken so durchs Headset. So, das kannst du ja nicht machen. Ey, was geht, Digga? Ey, ich hab mich komplett anders vorgestellt, also von den Haaren vom Style, Digga. Also ich dachte echt, du hättest mehr blonde Haare, aber ey, richtig fresh, Mann. Aber du klingst relativ ähnlich. Ja? Ja, also so der größte Unterschied zwischen real und in der virtuellen Welt war so, du hast so diese Stimme gehört und dachtest so, wie sieht der aus? Und dann bist du so im realen Leben und dann siehst du so eine Stimme und eine Person. Dann hast du so mäßig das, was du gehört hast, konntest du jetzt auch wirklich identifizieren, so, das ist die Person, die redet mit mir, cool, das ist Darren. Fresh. Junge, ich hab richtig Bock auf die Zeit. Ja. Ich freue mich richtig. Ich bin auch gehypt. Wird geil, Mann. Gamer. Guck mal da. Eine Katze. Ja, da waren erstmal zig Fragezeichen über unseren Köpfen und haben uns gedacht, was geht denn hier ab? Ihr hattet 2 Wochen Zeit, um euch online besser kennenzulernen. Sagt mir nun, wer ist in dieser Zeit euer engster Freund geworden? Hey, wir. Bruder Ron, auf jeden, Digga. Safe. Erzählt, warum habt gerade ihr euch angefreundet? Also, weil wir die coolsten hier sind. Hallo, ich bin Napo und bin 15 Jahre alt. Und ich bin Darren und ich bin auch 15 Jahre alt. Und wir sind Zockerfreunde. Jetzt zieh ich dich nochmal ab. Ja, kannst du gerne machen. Als wir 6 uns alle online das erste Mal getroffen haben, habe ich Lapo gehört und dachte sich so direkt, bei dem Jungen ist was anders. Der ist lustiger, der hat eine andere Stimme. Und da habe ich auch direkt gemerkt, Lapo ist einfach mein perfekter Partner für mich. Hör doch, lass doch weg, spiel doch wie ein Mann, Junge. Ich bin schlecht, ne? Du bist einfach wirklich eine Memme, hör doch auf, Mann. Ja, du Pisser. Und was jetzt, Großer? Ey. Junge. Provozier mich doch nicht. Provozier nicht so hart. Darren hat eine richtig angenehme und richtig coole Stimme. Und außerdem haben wir die gleichen Interessen, zum Beispiel Zocken, Fußball. Und ein bisschen Schule. Dann im Abitur streng ich mich dann nochmal richtig an, um so einen richtig guten Abschluss zu bekommen. Ja. Mit 3,0 würde ich mich zufrieden geben. Darren ist bei Mates, weil einfach, der hat die gleiche Art wie ich. Wir sind beide fröhlich, wir sind nicht schüchtern, wir haben immer richtig Bock, wir haben Spaß. Und deswegen sind wir, glaube ich, ein perfektes Team und wir rocken das. Hau rein, du Knecht. Tschö. Ja, tschö. Alle gute Tschüss. 3 enge Online-Freundschaften. Das ist gut so, denn nur so habt ihr eine Chance, im Zockerhaus zu bestehen. Aber erstmal gibt's eine Überraschung von mir.
Schaut mal in die Kiste. Mach auf die Scheiße. Mach auf. Digga, lass die mal anziehen. Ich nehm blau, blau. Digga, die passt auch. Ich finde, das hält das Team noch mal so ein bisschen zusammen und ich finde das eine super Idee. Wir laufen jetzt so rein immer. Hi, ich bin Ron und ich bin 16 Jahre alt. Und ich bin Dennis und ich bin auch 16 Jahre alt. Und wir sind Zockerfreunde. Let's go, Digga. Yo. Wo bist du? Hier vorne, vor dir. Junge. Mit Dennis kann man echt gut zusammenspielen und ich würde sagen, wir ergänzen uns auch beim Spielen. Der eine kann das besser, der andere kann das besser und so funktioniert es auch im Team sehr gut. Nimm mal dein Fernglas und guck in die Ferne. Wie nimmt man Fernglas? Ist in deinem Inventar irgendwo drin. Uido. Siehst du das Schiff? Wo ist dein Schiff? Junge. Ah ja, ich sehe ein Schiff. Ja, klar, sehe ich. Ich finde es gut, dass der Ron mir das Piratenspiel beigebracht hat. Hör auf, was machst du? Junge, mach doch nicht den Anker runter. Sorry. Jetzt sind wir angehalten. Du bist so lustig. Ich denke, wir haben schnell harmoniert und haben auch schnell gleiche Interessen gefunden. Ich höre am meisten Michael Jackson so. Okay, chillig. Computer, spiel Michael Jackson. Computer, volle Lautstärke. Ich freue mich halt aufs Zockerhaus, weil ich bin halt auch sehr, sehr gespannt, ob diese Freundschaft in Real Life auch klappen wird. Gamer, heute erwarten euch zwei Challenges. Oh Gott. Sie werden zeigen, ob eure Freundschaft fit genug ist fürs Zockerhaus. Safe, auf jeden Fall. Denn nur dann werdet ihr alle weiteren Aufgaben meistern können. Das schaffen wir. Hört sich ziemlich einfach an, ne? Die erste Challenge heißt ferngesteuert. Einer von euch wird mit Augenbinde und Kopfhörern ausgestattet. Der andere muss ihn mit einem Handy durch einen Parcours steuern. Wer als erstes den Buzzer erreicht, gewinnt. Entscheidet jetzt, wer steuert und wer läuft. Du läufst, weil ich hab ne Brille. Steuerst du? Ja. Du bist Controller-Player, also das auch wenn du das sagen. Nicht hinbekommst, ja. Dann... Safe machen, ja. Kannst du gut steuern? Nein. Wie steuert man denn? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch nicht so gut laufen. Also ja, dann lauf ich. Ja, okay, passt, Digga. Perfekt. Mach nicht zu so schnell. Ja, okay, du musst schon ein bisschen schnell sein, weißt du so? Wir müssen ja gewinnen, deswegen. Ja, okay. Gewinn das? Ja. Stark. Ist das gut? Machen wir, let's go. Vertrau mir auf dich, nicht, dass du mich gegen eine Wand steuerst. Ja, nicht, dass du gegen Hütchen läufst oder so, mit deinem großen Bein. Da bist du schuld. Hi, ich bin Lenny, ich bin 15 Jahre alt. Hi, ich bin Finuka und bin 15 Jahre alt. Und wir sind Zockerfreunde. Rosa! Da kommt einer, pass auf! Oh nein, nein! Wir sind so tot, ey. Komm her, ich stell mich vor, ich beschütze dich. Hol ihn! Komm, Lenny, du schaffst das, rein da. Generell ist es ja so, dass andere Leute gerne gegeneinander spielen. Finn und ich spielen in unserem Spiel ja mehr miteinander, sodass wir schon einen Vorteil haben, wenn wir dann auch als Team dann gegen die anderen kämpfen. Ich hab sie. Oh Junge, danke. Hossa! Beim Zocken hatten Lenny und ich so relativ den gleichen Humor und wir hatten halt über die gleichen Sachen gelacht und deshalb hat es ziemlich gut gepasst. Eine sehr große Gemeinsamkeit von Finn und mir ist vor allem, dass meine Schwester den gleichen Sport macht wie ich. Und seine Schwester den gleichen Sport macht wie er. Deswegen ist das ganz lustig, dass das so passt. Die sind die allerbesten, ne? Wir machen die so fertig, ne? Yalla, let's go. Wir schaffen das hier. Du siehst wirklich nichts, gell? Was soll ich sehen? Okay. Das wird gut. Wir sind gleich, wir holen hier die ersten Punkte. Ich wollte mehr derjenige sein, der gesteuert wird, weil ich da nicht so viel Druck habe, das richtig zu sagen, sondern einfach nur gehen kann. Das ist ganz ehrlich. Also ist ein Schisser. Was für ein Schisser. 3, 2, 1, play. Okay, dreh dich um 90 Grad nach links. Nach links, genau, jetzt geradeaus durch. Ja, das ist ein richtig gutes Tempo. Pass auf, stopp. Du hast das Hütchen berührt. Geradeaus. Ein bisschen nach links wieder. Nach links ein bisschen. Digga, du hast eine Rechtsschwäche, Digga. Warte, stopp. Rechts. Also ich fand das super einfach, mich auf Dennis zu verlassen. Also ich habe ihm das vertraut und hatte jetzt auch keine Angst, dass er mich in ein Hütchen reinlaufen lässt. Stopp, nach rechts, stopp, nach rechts und drehen mich geradeaus. Das war ja so, wie als wir über die Plattform geredet haben. Ich habe nur die Stimme gehört und ich kannte das ja. Jetzt kommt erstmal nichts, weiter, okay. Rechts, schneller, machst du gut. Ich finde, das war noch so eine Bestätigung, sagen wir mal. Es war so, dass wir uns vertrauen können, das fand ich cool. Nach links eindrehen. Dreh dich nach links. Links. Nach links, das ist rechts. Ich bin links, das ist links. Ja, dreh dich nach links. Dein Körper, deine Füße nach links drin. So.
Einfach geradeaus gehen. Nein, nein, nicht geradeaus gehen. Du hast geradeaus gesagt. Nein, nein, war ein Versprecher. Versprecher, das darf nicht passieren. Komm schnell, machst du gut, Digga. Geradeaus. Links, links, links. Nicht zu viel. Bisschen geradeaus, genau. Nach rechts gehen. Machst du gut weiter. Geradeaus. Rechts, wieder, rechts, rechts, rechts. Weiter, weiter, weiter. Links, links, links. Um. Stopp, stopp, stopp. Stopp, zurück, zurück. Rechts, jetzt. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja, genau, genau. Und jetzt buzzern. Nach vorne. Ja, ja. Ja, Mann. Ja. Ja. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott. Geh nach vorne, du hast gleich. Stopp, warte, warte. Links bisschen. Links, links. Oh, nicht zu viel. Okay, geh einfach, geradeaus. Drück den Buzzer, drück den Buzzer. Bist du gut? Hey, stopp, stopp, stopp. Du machst mich verrückt. Ein Schritt nach rechts. Genau. Stark. So, und jetzt geradeaus in den Kreis rein. Jetzt geradeaus. Und das ist der Buzzer. Erster Junge, stark. Yes. Hast du gut gemacht. Das waren die Letzten. Wir waren statt die Letzten. Im ersten Spiel holt sich Team Grün 3 Punkte für den Sieg. Auf Platz 2 Team Rot mit 2 Punkten. Für den dritten Platz erhält Team Blau 1 Punkt. Nicht schlecht. Zeit für die zweite Challenge. Auch hier merkt ihr sehr schnell, ob ihr den Richtigen an eurer Seite habt. Beim Drohnenrennen. Oh, Scheiße. Jedes Team fliegt eine Drohne. Einer von euch steuert, der andere sieht mit Hilfe der Drohnenkamera den Boden unter der Drohne und sagt, wo es lang geht. Ihr müsst aus der Luft eine Zielscheibe finden. Dort befindet sich ein Lösungswort. Schreibt es auf und hebt die Hand. Wer es am schnellsten schafft, gewinnt das Spiel. Aber Achtung, schreibt ihr den Namen falsch auf, gibt's 0 Punkte. Willst du steuern oder soll ich? Ich würde sagen, ich steuere. Ich hab das schon mal gemacht. Echt? Aber Bruder, mach bitte keine Fehler, gell? Ich probier's. Ja, ganz, ganz wichtig. Fast schon, Bruder. Was? Check verkackt, nochmal, nochmal. Nee, ich bin raus. Aber ich hab das mal gemacht. Also so gut, wie du eben gelaufen bist ungefähr, oder? Sei leise. Ja, den kann ich besser. Eben hab ich gemacht, jetzt fernsteuerst du. Ja, wir haben die Rollen getauscht, weil haben wir ja gar nicht. Natürlich. Im Prinzip, weil ich immer noch Kontrolleur. Halt mal die Klappe. Ja, aber im Prinzip musst du, ja, okay. Schaff. Komm, Digga, schaff mal. 3, 2, 1, play. So. Wie hoch? Dann fliegt erstmal rechts hin. Du? Noch weiter hoch. Wir können das denn nicht sehen. Du musst weiter hoch. Siehst du schon irgendwas? Ich sehe noch gar nichts. So, komm, schnell, wir müssen es bei. Okay, sprint. Okay. Siehst du irgendwas? Nein, sehe ich nicht. Ich würde sagen, wir waren schon ziemlich siegessicher. Ja, schon. Soll ich Kamera nach unten machen? Nein, noch nicht. Dreh weiter. Wir waren auch sogar am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, nur mit der falschen Perspektive. Siehst du irgendwas? Nein, ich sehe noch nichts. Dreh dich nach links. Die Gegnerdrohne ist da. Da oben, guck auf die Kamera. Ja, geh, du musst auch unten. Ja, es ist die. Ja, also bei mir ist es so, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Du musst da unten gucken, nein, du guckst ja unten. Du musst da unten gucken, mit dem Rad. Ja, genau, dann wieder zurück. Ja, warte, was steht da drauf? Pilotes, glaube ich. Hand. Ja, ist 100 Punkte. Ja, Mann. Fertig. Siehst du was? Kamera runter. Ist es falsch herum? Nee. Ist es falsch herum? Junge, dreh. Okay, jetzt noch. Nein, was machst du? Das Spiel war ein richtiger Nervenkitzel, theoretisch, weil es ging nicht darum, irgendwas besonders gut zu machen, sondern schnell zu machen. Junge, was ist das für ein Wort, Digga? Nee, schnell, schau mal! Ich kann nicht, warte! Ja, wir haben's! Ja, wir haben's! Da oben rechts, glaube ich. Hast du schon geguckt oder nicht? Und dann haben wir gedacht, die schweben alle auf der gleichen Stelle, wir fliegen da wohl noch mal hin. Und wer hat's gedacht, da war sie. Ja, das ist sie. So ist gut. Weiter nach vorne. Ja? Ja, ich hab's. Komm. Schreib's richtig. Stopp. Okay. Fertig. Wir waren sogar an dem richtigen Platz. Das ist einfach nur dumm gewesen. Was für ein Rennen. Team Grün, wie lautet das Lösungswort? Komm. Pilotes. Philo. Ich denke immer noch Philotes. Es muss Philotes. PH ist Phi. Das ist richtig. Let's go, Junge. Ja. Okay. Was wollt ihr? 6 Punkte. Ach komm, letzter bist du gewesen. Also zweimal letzter am gleichen Tag. Ich glaube, das war echt ein guter Einstieg hier zum Zockerhaus. Auch im zweiten Spiel feiert Team Grün den Sieg und erhöht um 3 Punkte auf 6. Team Rot bekommt 2 weitere Punkte. Einen weiteren Punkt erhält Team Blau für Platz 3. Ganz kurze Frage hier. Was bedeutet das Wort eigentlich?
Das, liebe Freunde, ist mein Name. Ich bin die Göttin der Freundschaft. Ah, okay, krass, ne? Bei uns verschmilzt theoretisch das Zocken und die Freundschaft. Und das passt doch ganz gut. Wir sind alle leidenschaftliche Zocker und sie die Göttin der Freundschaft. Jetzt ist die letzte Möglichkeit, euren Teampartner zu tauschen. Danach müsst ihr als Freunde im Zockerhaus bestehen. Aber wir bleiben. Obwohl wir verloren haben, wir bleiben ein Team. Wir bleiben auch ein Team. Wir bleiben safe, ja. Let's go. Da bin ich mir sicher. Sicher? Sicher. Dann ab ins Zockerhaus. Yeah! Yeah! Let's go. Hey boy, get your rocks off, move boy. We put the clock on you boy. You can't miss my friend, you get knocked down, get up again. Team Blau voran. Digga, mach einfach auf. Hallo? Oh, oh, komm, mach auf. Am besten fahre ich die Bar oben. Ich wollte immer so eine Bar haben oben, wo man alle chillen kann. Das, mega. Das ist das Beste. Ja. Ja. Ja? Kann man den Teampartner noch wechseln? Wie geil! Alter! Was ist das denn? Und Leinwand. Alter. Was ist denn hier alles? Also mein erster Eindruck vom Zockerhaus war einfach wow. Am geilsten ist es, dass wir vorne so eine fette Leinwand haben und drei Stühle haben und mit den Farben. Da waren überall LEDs, ich habe nach links, rechts, oben geguckt und überall LEDs gesehen. Also das war was komplett Neues, so mäßig. Einmal so ein Zockerhaus. Jungs, wo schlafen wir eigentlich? Eigentlich eine Frage. Ich schlaf hier. Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, lass mal gucken. Ja, lass gucken, oder? Let's go. Ich schlaf auf der Couch, nee, ihr könnt euch in einen anderen Platz suchen. Also man war schon kurz so nervös, man denkt sich so, oh, oh. Lass mal hier gucken, vielleicht. Safe, das hat irgendwas hiermit zu tun. Ich glaube auch, mach auf. Ja, wach auf. Ich war richtig krass gehypt, weil ich hatte einfach Bock, einfach einzuziehen. Oh, das ist schon oh mein Gott, Junge. Dann sind die Zimmer rausgefahren aus den Wänden und das war so ein epischer Moment. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, das ist unser Zimmer! Hier ist so mega nice. Ich finde es super cool, dass sich so die Teamfarben hier nochmal widerspiegeln, fast in jedem Bereich. Hier war auch noch oh eins. Mein Gott. Hier kann man die nächsten Tage mit seinen Freunden chillen und vielleicht auch noch irgendwie das Fußballspiel zusammen zocken. Pro Gamer, das geht aber gar nicht. Das ist, seid ihr gar nicht. Natürlich! Das Bällebad. Ja, das finde ich am besten. Wo ist Finn hin? Das ist der entspannteste Ort hier zum Chillen, ne? Das finde ich auch am besten. Ich glaube, ich bin auf dem Grund angelangt. Gamer, komm zu mir. Ich finde es cool, dass sie so Wörter benutzt wie Gamer, Zocker. Und das finde ich einfach sehr, sehr cool, dass sie einfach so, auch wie wir, chillig drauf ist. In den nächsten 7 Tagen müsst ihr jeden Tag in ganz verschiedenen Games um die Wette zocken. Jedes Digital Game wird auch real gespielt. Das Team, das ganz am Ende die meisten Punkte erspielt hat, bekommt Gaming-Gadgets im Wert von 1.000 Euro. Wie geil! Also die 1.000 Euro haben auch nochmal meinen Ehrgeiz gepusht. Ich sag's euch, ich war davor auch sehr, sehr motiviert. Aber diese 1.000 Euro sagen wir, ja komm, dann jetzt strengen wir uns nochmal an, jetzt sind wir noch motivierter und wir gewinnen das Ding. Ihr habt jeden Tag die Chance, als Team Punkte zu sammeln. Das Team mit den meisten Punkten ist Tagessieger und kann sich locker machen. Auf die anderen beiden Teams warten allerdings 2 schöne Bestrafungen. Oh no. Also der Verlierer muss die Bälle zurückräumen, okay? Und das, Verliererteams, sind eure Bestrafungen. Oh. Bestrafung 1. Ihr tauscht eure coole Zockerbettwäsche gegen eine wunderschöne andere. Was? Ihr werdet begeistert sein. Was für eine Bestrafung. Die anderen helfen euch sicher beim Bettwäsche-Shooting. Die Fotos schickt ihr einem Freund zu Hause. Oh. Was? Was? Ich finde, eine Bestrafung reicht. Aber dass der zweite eine Bestrafung bekommen muss, ist schon echt bitter. Bestrafung 2. Ihr verwandelt euch in 2 Hasen, hüpft durch die Stadt und kauft Gemüse.
Durch die Stadt? Ja! Digga, geh mal weg, Digga! Da habe ich kurz ehrlich gedacht, ich gehe jetzt einfach. Weil als Hasen durch Köln zu laufen, das ist schon extrem hart. Ihr dürft nur hüpfen wie ein Hase und müsst jeden Satz mit Hattu beginnen. Ja, das wird lustig. Ich will nach Hause. Team Rot, ihr seid die Zweitplatzierten und dürft euch eine der beiden Bestrafungen aussuchen. Wir haben da so dieselben Ideen, was das Schlimmste ist, was nicht. Und wir konnten uns, glaube ich, echt super schnell einigen. Bettwäsche, sorry. Bettwäsche, ihr könnt Häschen spielen. Tut mir leid. Also, wenn ich Team Rot gewesen wäre, hätte ich auch die andere Strafe genommen, ist ja ganz klar. Dann darf jetzt Team Rot seine Betten neu beziehen. Jetzt bin ich gespannt. Oh, schön. Ein Einhorn, Jungs. Oh, ist sie weich. Ich bin jetzt ganz ehrlich, die sieht echt cool aus. Und ich finde die mega weich. Und die ist auch total gemütlich, es ist unglaublich. Und jetzt mach's, guck's sexy. Genau, ja, so, super. Super. Jawoll. Der ist stolz. Ich finde, das Verlieren muss man immer mit Humor nehmen, weil sonst keinen Spaß macht. Jetzt machst du beide Beine hoch. Also ich finde, man hat schon gemerkt, dass Lenny in diesem Gebiet ein Profi ist. Jawoll, super, ist begeistert. Er wusste genau, was er da zu tun hat und hat das auch Danke, perfekt Schatz. Gemacht. Ich schick's an Fabian. Wer ist das? Das ist einer aus meiner Klasse, aber ich glaube, das ist okay. Den machen wir. Der findet das super weird und schickt es weiter. Ah, jetzt online, gesehen, gelesen, gelesen. Jetzt kommt's. Er schreibt. Endlich stehst du zu deinen Vorbildern. Respekt, habt ihr gut gemacht. Ja, ich fand, dass Dennis und Ron sehr gute Verlierer waren. Die haben das angenommen, die Challenge akzeptiert und haben das dann gemacht. Haben die sehr gut gemacht. Das war der erste Tag im Zockerhaus. Zum Schluss will ich noch sehen, wie es um eure Freundschaft steht. Kommt dafür jetzt als Zweierteams zusammen. Ihr habt jeder drei Schilder. Ein Schild mit dem Symbol für wenig, eins für mittel und eins für hoch. Habt ihr zwei gleiche Symbole, habt ihr einen Match. Dreht nun die Rücken zueinander und antwortet ehrlich. Wie gut konntet ihr euch heute schon vertrauen? Na toll. Oh Mann. Wir finden, dass wir uns sehr gut vertrauen können. Okay, natürlich. Ich finde, ich konnte schon ziemlich gut vertrauen, dadurch, dass ich dich durchs Internet kannte. Aber zum komplett blinden Vertrauen hat es dann, glaube ich, gefehlt. Ich glaube, das kommt aber noch mit der Zeit, ne? Hoffentlich, ne? Ich würde auch sagen, dass wir uns definitiv besser kennengelernt haben. Das Wichtige ist ja, dass was am Ende dabei rauskommt, nicht was jetzt gerade der Zwischenstand ist, oder? Das wäre jetzt der Anfang. Ja. Der Tag heute hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch mit den Jungs, die einfach mal kennenlernen, direkt auch zocken und die verstehen dich direkt und das ist einfach richtig cool. Ich glaube, ich heule mich in den Schlaf. Ich habe keinen Bock, als Hase durch Köln zu springen. Es wird noch halb so wild. Mit dir an der Seite bestimmt. Hey Jungs, Ruhe. Morgen machen wir euch fertig. Wahrscheinlich, Digga. So geht's weiter. Häschenalarm in der Stadt. Hat du Telefonnummer? Und beim Zocken wird's emotional. Ey, Mann! Das kann nicht sein! Das Zockerhaus. Alle Folgen im Kika-Player, bei zdftv.de und in der ZDF-TV-App.